Hallo, ich bin Lisa von CapTrader und freue mich heute sehr, meinen Interviewpartner Mario Lüdemann begrüßen zu dürfen. Mario, Hallo. Du bist ja unser langjährigen Partner beim CapTrader und es ist schön, dass du Zeit für uns gefunden hast heute. Ja, freue mich, dass ich heute mit dabei sein darf und bin sehr gespannt auf deine Fragen. Ja, magst du dich einmal bitte kurz vorstellen? Woher kommst du? Wie alt bist du? Seit wann bist du Trading Coach? Ich bin 55 Jahre alt, mein Name ist Mario Lüdemann, die meisten nennen mich einfach immer nur Mario, weil ich auch draußen immer so unterwegs bin. Ja, mit dem Trading habe ich 1996 angefangen, also vor 25 Jahren. Seitdem habe ich knapp 60.000 Trades gemacht, fast zur mehr als die Hälfte im deutschen Markt, und als Trading Coach, Trainer und Speaker arbeite ich jetzt seit 7 Jahren. Und was hast du vor deiner Zeit als Coach gemacht? Ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht und bin dann relativ schnell in den Vertrieb gewechselt, habe dann als Gebietsleiter gearbeitet und zum Schluss auch als Vertriebsleiter bei Bertelsmann. Und wie bist du zum Trading gekommen? Was war so deine erste Aktie? Ja, es ist wirklich ganz witzig. Ich habe damals eine Werbung von Manfred Krug gesehen im Fernsehen, und der hat Werbung für die Deutsche Telekom-Aktie gemacht. Und ich mochte den Schauspieler gerne. Ich habe früher seine Tatortkommissare als Tatort gesehen. Und ich habe gedacht, wenn der sagt, das muss man kaufen, dann habe ich die Aktie gezeichnet. Und am ersten Handelstag ist die Aktie halt mit 20% plus gestartet. Und da habe ich gesagt, also wenn es so einfach ist, Geld an der Börse zu verdienen, dann will ich das auch. Natürlich habe ich im Nachgang gemerkt, dass es nicht so einfach ist. Hat dann noch fast 2 Jahre gedauert, bis ich dann profitabel war. Aber es ist halt eine super Geschichte und es macht wahnsinnig viel Spaß. Genau. Und was handelst du an der Börse? Welche Produkte? Warum genau diese? Ja, ich habe ja damals angefangen mit der Telekom, also als Aktie, und bin da eigentlich auch hängen geblieben. Also zu 90% meiner Trades sind tatsächlich im Aktienhandel, ungefähr die Hälfte im deutschen Markt der Trades, die andere Hälfte im amerikanischen Markt, und ganz, ganz selten handle ich halt Futures und dann hauptsächlich auf Indizes und Devisen. Aber der Großteil meines Geschäfts ist tatsächlich das Direktinvestment in Aktien, sowohl ganz kurzfristig als eben auch entsprechend mittel- und langfristig. Und wie sieht deine Zusammenarbeit mit CapTrader aus? Das würde mich mal total interessieren. Ja, CapTrader habe ich schon, ich glaube, ungefähr vor 10 Jahren das erste Mal auf dem Schirm gehabt. Zusammenarbeiten tun wir, glaube ich, ungefähr seit 7 Jahren, seit ich eigentlich als Trainer und Coach auch arbeite. Ich habe damals einen Mitarbeiter kennengelernt auf einem Trader-Stammtisch, den Nelson. Und so kam der Kontakt dann später zu CapTrader, dass wir gesagt haben, okay, hast du nicht Lust, auch mal Webinare für uns zu machen oder auf der Messe mal einen Vortrag zu halten? Genau, und was sind so deine Tipps für Trading-Anfänger oder für Fortgeschrittene? Hast du da noch irgendwie einen super Tipp? Ja, ich denke, wenn man anfängt mit Trading, ist es ganz, ganz wichtig, überhaupt zu wissen, warum will ich das überhaupt machen. Also, weil man weiß ja, dass Trading am Anfang doch deutlich schwieriger ist, als man es zuerst glaubt. Das heißt, man sollte sich schon mit der Materie ein bisschen auseinandersetzen. Wie gehe ich da am besten vor? Sich ein paar Webinare anschauen, vielleicht auch das ein oder andere Buch lesen und von da aus dann wirklich über das Demokonto dann langsam versuchen, in den Markt hineinzugehen und nicht mit riesigen Gewinnen erstmal glauben, ich mache jetzt 100% gleich im ersten Jahr. Es ist besser, die Ziele etwas niedriger zu halten. Das ist am Anfang, glaube ich, der Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, und aufs Risk- und Money-Management zu achten. Wenn man länger dabei ist, 10 Jahre oder so wie ich jetzt vielleicht auch über 20 Jahre, dann geht es eigentlich darum, sich immer wieder selbst zu hinterfragen und sich immer wieder neu auf die Situationen einzustellen. Denn wir sehen es ja im Moment zum Beispiel, Corona-Krise, das hat keiner von uns vorher so erlebt. Und da ist es halt wirklich wichtig, nicht nur auf das zurückzugreifen, was man schon weiß, sondern auch immer zu schauen, okay, was ist denn diesmal vielleicht etwas anders? Und das ist, glaube ich, das, was halt wichtig ist, immer an sich zu arbeiten, weil die Märkte verändern sich. Wenn man überlegt, vor 20 Jahren musste man noch anrufen bei der Bank und dann hat man erst einen Tag später die Order-Ausführung gekriegt. Heute dauert das 1 Sekunde. Also es hat sich halt viel verändert und wir müssen auch mit der Zeit gehen. Ja, du hast es gerade angesprochen, wir sitzen im Homeoffice beide. Die Corona-Krise hat uns eingenommen. Welche Chancen ergeben sich aus der Corona-Krise deiner Meinung nach? Also ich glaube, für uns Trader war es eine sehr, sehr gute Zeit gewesen und ist es immer noch. Man hat das gemerkt, so als die Volatilität aufkam Ende Februar, Anfang März, es gab unwahrscheinlich viele Chancen, vor allen Dingen auf der Short-Seite des Handelns. Da ist es natürlich wichtig, einen guten Broker zu haben, der auch anbietet, dass man Leerverkäufe entsprechend machen kann. Aber ich selber habe zum Beispiel in den März, April, Mai, das waren die besten Monate diesen Jahres, und das ist auch bei vielen Kollegen, die im Handel sind, tatsächlich so
gewesen, weil die Volatilität halt hoch ist und es unwahrscheinlich viele Chancen gab und wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten noch geben wird, weil natürlich einige Unternehmen zum einen auch in Schieflage geraten sind, dann sich aber auch wieder sehr, sehr schnell erholen, wenn tatsächlich eine Gesamtmarkterholung da ist. Also ich glaube, das ganze Jahr wird noch volatil bleiben. Wir haben auch noch die Wahl von Trump auf dem Kalender stehen. Also auch da wird es sicherlich nochmal volatil werden. Ich glaube, das Jahr wird am Ende davon geprägt sein, dass wir viel Volatilität hatten und am Ende auch viel Geld alle verdient haben. Okay, das klingt schon mal super. Und was war denn generell dein schlechtester Trade? Was hast du daraus gelernt für dich? Ja, das ist eine Frage, die immer recht häufig kommt. Und ich weiß immer gar nicht, ob es der schlechteste Trade war, aber für mich war es der, aus dem ich am meisten gelernt habe. Ich hatte damals mein Konto von 5.000 Mark auf 50.000 hochgehandelt und habe damals die Aktie BID gehandelt. Das ist Börseninformationsdienst in Berlin. Alles Geld in eine Aktie gesteckt und ich kam nachmittags vom Sport wieder und dann wollte ich gucken, wie die Aktie steht und die wurde aber gar nicht mehr gehandelt. Und dann habe ich NTV geschaut und da hat dann Carola Ferstl gesagt, ja, wie viele Anleger doch auf diese Aktie aufgestiegen sind, auf ein Unternehmen, was überhaupt nur 3 Mitarbeiter hat. Es wird mit Millionen bewertet und dahinter ist eigentlich nur heiße Luft. Und die Aktie wurde 3 Tage später dann wieder zum Handel zugelassen. 90% tiefer, also ich war wieder bei den 5.000 Mark angekommen und das war der Punkt, wo ich Ende 97, 98 war das, als ich wirklich aufhören wollte, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich gedacht habe, boah, du hast dein Konto so hoch gebracht und ist alles wieder in sich zusammengefallen und dann hatte ich eigentlich keine Lust mehr gehabt. Der einzige Grund, warum ich weitergemacht habe, ist dann tatsächlich gewesen, dass meine Frau damals gesagt hat, was du einmal schaffst, schaffst du auch zweimal und habe dann 2 Tage später wieder angefangen und habe es dann geschafft, wirklich mein Konto sehr, sehr schnell dann auch in den 7-stelligen Bereich hochzuhandeln. Jetzt haben wir schon nach deinen schlechtesten Erfahrungen gefragt. Jetzt fragen wir nach deiner besten Erfahrung. Was war dein bester Trade? Mein bester Trade, auch da ist es immer, was ist jetzt wirklich der beste Trade? Ist es der mit dem höchsten Gewinn? Also da war es auch in der Zeit der New Economy gewesen, eine Mobilcom-Aktie. Die hatte ich freitags ins Depot aufgenommen, wollte sie eigentlich abends verkaufen und habe sie dann aber übers Wochenende mitgenommen, weil freitags gab es früher immer dieses Dreisat-Börsenspiel. Da waren immer mehrere Journalisten, die Aktien aufgenommen hatten und unter anderem hatte einer dann tatsächlich Mobilcom aufgenommen und auf die Frage hin, wie hoch er denn das Kursziel einschätzt und dann sagte er 1.000. Ja, und die Aktie hat dann tatsächlich am nächsten Morgen bei 930, 940 aufgemacht. Also es war fast eine Verdopplung des Geldes und das war, ich glaube, einer der schönsten Trades. Ob es der beste war, weiß ich gar nicht mal, aber einer der schönsten Trades. Was ich daraus gelernt habe aus beiden Situationen ist immer, setz nicht alles auf eine Karte. Also immer aufpassen, das Risk Management im Blick zu haben, weil das bewahrt einen am Ende des Tages tatsächlich davor, wieder in die Situation zu kommen, wie beim ersten Mal, wo ich halt fast alles verloren habe. Ansonsten, man sieht, diese Extreme gibt es halt immer wieder. Also es ist nicht nur einmal passiert, dass es stark nach oben oder stark nach unten gegangen ist, aber die Sachen bleiben halt im Kopf und es geht halt immer weiter. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge, auch wenn man mal einen besonders guten oder schlechten Tag hatte. Ja, du hast eine super spannende Laufbahn und hast sicherlich super viele interessante Menschen kennengelernt. Wer hat dich denn am meisten inspiriert? Welche tollen Menschen konntest du kennenlernen? Also was das Thema Börse angeht, war es gerade am Anfang Achim Goldberg gewesen, der immer gesagt hat, naja, das eine sind die Charts, aber das andere sind die Emotionen im Handel, die man auf jeden Fall im Blick behalten muss. Und auch der alte Bernecker noch mit seinem Börsenbrief. Den habe ich nämlich 2000 kennengelernt, zur Zeit des neuen Marktes. Und da war es wirklich so, da habe ich gedacht, ich bin wirklich ein guter Trader. Ich hatte ja schon 1 Million Gewinn gemacht. Und er hatte mir abends gesagt, pass auf, Mario, du hast zwar viel Geld gemacht, aber von Börse hast du leider gar keine Ahnung, weil das ist alles nur Glück gewesen, was in den letzten 5 Jahren passiert ist. Und das konnte ich überhaupt nicht verstehen, weil ich wirklich geglaubt habe bis zu diesem Zeitpunkt, okay, ich bin ein guter Händler und er ist einfach nur alt und versteht diese Zeit des neuen Marktes nicht. Und ein Jahr später haben wir uns wieder getroffen auf einer anderen Veranstaltung und da war es so, dass ich zu ihm hingegangen bin und ihm gesagt habe, Sie werden sich nicht mehr an mich erinnern, aber Sie haben mir mal gesagt, ich hätte keine Ahnung von Börse und Sie hatten vollkommen recht gehabt, weil
Der Markt ist gecrashed, Ende 2000, Anfang 2001. Und ich habe nie das Short-Handeln gelernt. Ich wusste nur, wie Märkte steigen, wie man da agieren muss, wie man da sehr viel Geld über Nacht verdienen kann. Aber wie Trading wirklich funktioniert, habe ich tatsächlich erst danach gelernt. Also von daher, das waren so zwei Punkte, die auch in meinem Kopf immer hängen geblieben sind. Ansonsten bin ich seit vielen Jahren mit einem guten Freund, Dennis Scharnweber, befreundet. Der macht sehr viel auf dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Und der hat doch sehr viel nochmal in meinem Leben verändert, vor allen Dingen auch, was die Sicht der Dinge angeht, auch außerhalb der Börse. Also im Bereich Börse ist es wichtig zu wissen, warum macht man das Ganze und sich auch emotional im Griff hält, aber vor allen Dingen auch außerhalb der Börse ist es unwahrscheinlich wichtig, auch den Blick für andere Dinge zu haben, nicht nur für Geld. Was würdest du sagen, macht denn deinem Job am meisten Spaß? Also immer noch tatsächlich das News Trading, dieses schnelle Handeln, Nachrichten zu sehen. Also selbst wenn ich abends zu Hause bin und vielleicht mal kurz Nachrichten schaue, ist fast immer, dass ich eine Idee habe, was man am nächsten Tag machen kann. Ich glaube, das ist das Tolle auf der einen Seite, dass man immer sofort gute Ideen umsetzen kann. Und wir sehen ja gerade in der jetzigen Zeit, dass es hunderte von Chancen jeden Tag gibt, ob das das Thema Lufthansa war oder jetzt Wirecard. Also es gibt immer wieder tolle Sachen, wo man als Händler einsteigen kann. Das fasziniert mich auch, dass es heute immer noch genauso gut funktioniert wie vor 10 oder 20 Jahren. Und du privat, welche Interessen hast du neben dem Traden? Also das ist wirklich besonders schwierig, weil ich 15 Jahre fast gar nichts anderes gemacht habe als Trading. Also ich bin morgens aufgestanden, habe um 7:45 am Rechner gesessen und bin abends um 22 Uhr vom Rechner wieder weggegangen. Das heißt, es hat sich alles nur um das Thema Geld gedreht und die restliche Zeit Familie, Kinder. Seit ein paar Jahren hat sich das tatsächlich geändert. Ich habe ein anderes Mindset bekommen. Ich arbeite tatsächlich nur noch maximal 6 bis 8 Stunden am Tag und vor allen Dingen nur noch 100 Tage im Jahr. Das heißt, der restliche Zeit nutze ich für Weiterbildung oder für Urlaub. Zwischenzeitlich haben wir einen Hund und der sorgt auch dafür, der kleine Labi, dass wir auch einfach rauskommen, dass ich einfach mal weg vom Schreibtisch komme und einfach den Kopf auch freikriege in der Natur. Ja, und wie gesagt, Reisen und Segeln, das sind Dinge, die ich halt wahnsinnig gerne mache und die nutze ich auch möglichst viel. Ja, so schaltest du nach dem Trading ab im Wald mit deinem Hund oder... Ja, ist dann tatsächlich so. Also wenn ich dann rausgehe, dann komme ich auch wirklich schnell runter. Aber es ist halt als Trader ganz, ganz schwierig, komplett abzuschalten. Das kann man sich kaum vorstellen, weil wenn man angestellt ist, dann hat man seinen Beruf, man geht nach Hause und dann ist man meistens fertig. Bei uns ist es so, man hört eine Nachricht und man denkt sofort, wie kann ich das wieder in einen guten Trade umsetzen? Deswegen ist es für mich wirklich häufig wichtig, etwas zu machen wie Segeln, wo ich mich komplett auf was anderes fokussieren muss, wo ich keine Nachrichten bekomme. Da geht es meistens am besten. Und damit ich mich nicht selber austricksen kann, fahre ich halt auch gerne in Urlaub, wo ich dann tatsächlich weit weg bin von den ganzen Rechnern. Und da kann ich dann auch wirklich am besten abschalten. Das klingt gut. Und was ist so dein Motto beim Traden? Jeden Tag gibt es wieder eine neue Chance. Also egal wie gut oder wie schlecht der gestrige Tag war, heute zählt eigentlich nur das, was heute kommt. Es macht wenig Sinn, zurückzuschauen beim Trading. Ein guter Mentor hat mir mal gesagt, Trading ist wie Poker, es ist eine Big Session und es geht nicht um den einzelnen Tag, um den einzelnen Trade, sondern immer dran zu bleiben, immer wieder neu ran und das versuche ich jeden Tag auch umzusetzen im Handel. Das klingt spannend. Und du hast ja dein erstes Buch geschrieben. Kannst du uns mal eine kleine Info geben, worum es da geht und wie kam es überhaupt dazu, dass du ein Buch geschrieben hast? Das Buch ist Kleines Konto, Groß Traden und die Idee dazu ist entstanden. Ich habe vor 4 Jahren mal einen Vortrag zu diesem Thema gehalten und der ist super angekommen. Und zwischenzeitlich alleine bei YouTube haben wir jetzt knapp 300.000 Klicks auf diesen Vortrag. Ich halte den auch live sehr häufig und so kam die Idee, dann nochmal zu sagen, okay, ich starte einfach nochmal mit 5.000 Euro und setze das Ganze entsprechend nochmal um und zeige einfach, was ich mache. Und dann haben wir das als Webinar gemacht und im Anschluss kam dann ein Verlag und hat gesagt, Mensch, die Story ist total super, hast du nicht Lust, das auch als Buch mal niederzuschreiben? Und ich habe bis dahin noch nie ein Buch geschrieben, also für mich war das vollkommen neu und dann habe ich gefragt, naja, wie lange braucht man denn für so ein Buch zu schreiben und was bekommt man vor allen Dingen denn dafür? Und ja, da sagt er, so ein Buch zu schreiben, 6 Monate sollte ich schon mal rechnen und ja, wenn es gut läuft, gibt es 3.000 Euro.
Da habe ich gedacht, naja, 3.000 Euro im Monat ist nicht viel, aber kann man ja trotzdem machen. Und dann dachte er, das ist so, wenn die gesamte Auflage verkauft wird, dann sind es 3.000 Euro. Und dann habe ich gesagt, das verdiene ich im Trading in 1-2 Tagen, das muss ich jetzt nicht ein halbes Jahr Zeit für opfern. Und damit war das eigentlich erstmal vom Tisch. Und ein Jahr später habe ich aber dann nochmal wieder mit dem Verlag gesprochen und die sagen, Mensch Mario, hast du nicht Lust? Und dann habe ich mich dann irgendwann auch gesagt, okay, machst es. Es hat ja auch Vorteile, so ein Buch zu schreiben am Ende des Tages. Und habe mich dann doch entschlossen, es zu machen. Und heute bin ich ganz froh. Also die erste Auflage war sehr, sehr schnell verkauft in wenigen Monaten. Und es ist halt, der Inhalt spiegelt wieder, wie denke ich beim Trading. Wir haben ganz viele Beispiele von echten Trades, die wir auch in einem Live-Webinar gemacht haben. Also es ist nicht ein einziger Trade da drin, der als Demo gedacht ist, sondern alles wirklich live gehandelte Trades. Und das ist, glaube ich, auch der größte Mehrwert, dass man wirklich nicht nur den Trade sieht, sondern auch die Gedanken, die ich dabei hatte, wie gehe ich in einen Trade hinein und wie viel Performance kann man eigentlich machen, wenn man nur eine Stunde Zeitaufwand am Tag nutzt. In welchem Bereich würdest du sagen, dass du noch was lernen kannst? Wo würdest du gerne dein Know-how nochmal erweitern? Also beim Loslassen auf jeden Fall. Ich tue mich wirklich wahnsinnig schwer, mal einfach mal 1-2 Stunden nicht an das Thema Börse zu denken. Und ich habe angefangen, gerade auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, viel Meditationen zu machen. Und da ist es dann auch möglich für mich, einfach auch mal wegzukommen. Also das ist wirklich so da, wo ich gerne noch ein Stückchen weiter dran arbeiten möchte. Deswegen suche ich mir auch solche Sachen wie Segeln. Dann habe ich auch nicht die Möglichkeit, Informationen aufzunehmen und drüber nachzudenken. Also das ist wirklich ein Punkt, an dem möchte ich unbedingt noch ran, damit ich einfach noch ein bisschen entspannter auch mit dem ganzen Thema umgehen kann. Und an welchem Punkt hast du für dich entschieden, Coach zu werden? Das ist tatsächlich vor 8 Jahren passiert und jeder, der Trader ist, der kann das bestimmt gut nachvollziehen. Ich habe bis dahin gut 15 Jahre getradet gehabt, aber immer alleine. Ich habe mal eine Zeit lang in der Bürogemeinschaft, aber auch wirklich nur 3 Monate mit jemand anders zusammen getradet und ich habe festgestellt, ich kann besser alleine handeln. Und das Problem ist, dass Freunde häufig gar nicht verstehen, was wir machen. Dass man mit Geld verdient, ist für die meisten überhaupt nicht verständlich. Man ist den ganzen Tag zu Hause, verdient auch gutes Geld, das sehen die auch, aber man kann sich nicht austauschen. Das ist jetzt ein bisschen besser geworden über die ganzen Foren und Chats, die es gibt oder auch Jahrestreffen, aber das war so der Punkt, dass ich mich doch ziemlich isoliert gefühlt habe und habe dann gesagt, okay, ich möchte einfach das Wissen, was ich habe, weitergeben. Ich habe dann angefangen, Trader-Stammtische zu machen. Immer wenn ich in einer fremden Stadt war, habe ich gesagt, komm, lasst uns zusammentun, uns so ein bisschen austauschen und da ist die Idee dann geboren worden, Coachings zu machen und ein Jahr später habe ich dann den Nelson Cardoso Neto kennengelernt und der hat zu mir gesagt, Mario, warum bietest du eigentlich keine Seminare an? Ich würde das unbedingt buchen bei dir, aber ich kann mir nicht leisten, Coaching, deswegen Seminar wäre super. Ja, und dann ist das so langsam losgegangen. Ich habe selber viele Weiterbildungen in dem Bereich gemacht. Ich habe eine Ausbildung zum systemischen Berater, zum Coach gemacht, also wirklich all diese Dinge im Vorfeld, bevor ich dann vor 7 Jahren das erste Mal dann tatsächlich in den Bereich Coaching dann auch gegangen bin. Und seitdem hat sich das mehr oder weniger immer besser entwickelt. Ich glaube, es ist auch ein Riesenbedarf da in diesem Markt. Das liegt einfach daran, dass natürlich sehr viele Trader am Anfang Schwierigkeiten haben und gar nicht genau wissen, warum sie nicht erfolgreich sind. Und das sind eigentlich immer die gleichen Dinge. Und da kann man wirklich sehr gut Hilfestellung leisten. Und die Kunden, die große Konten haben, die suchen fast immer auch einen Mentor, der sie begleitet. Gar nicht mal, um das Trading unbedingt besser zu machen, aber um sich einfach auszutauschen. Und warum ist CapTrader der richtige Broker für dich? Das ist relativ einfach. Es gibt viele Gründe, die für CapTrader einfach sprechen. Das erste ist auf jeden Fall diese persönliche Bindung, die einfach da ist. Also wenn man ein Problem hat und dort anruft, das fängt schon bei der Kontoeröffnung an, aber auch danach, wenn man Fragen hat, die sind halt immer für einen da, sind sehr gut ansprechbar. Und auf der anderen Seite, das ist für den Trader auch extrem wichtig, sind die Gebühren. Weil am Ende des Tages ist ja die Differenz, die wir beim Gewinn machen, da gehen immer noch die Gebühren von ab. Und wenn die zu hoch sind, dann kann man nicht profitabel traden. Das ist einfach so. Beim Investor ist es egal, aber gerade beim Trader, wo wir am Tag 5 Trades, 10, 20 Trades, ich habe in der Spitze 50, 60 Trades am Tag gehabt, dann sind die Gebühren ein wichtiger Faktor. Und CapTrader ist sehr günstig, gerade im amerikanischen Markt, sehr vorbildlich und alles, was wir an Feedback bekommen von Kunden, ist positiv und deswegen empfehlen wir auch CapTrader immer gerne weiter. Ja, vielen Dank, Mario, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Super spannend war das alles. Auch dein Lebenslauf ganz, ganz toll. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, das wünsche ich dir auch. Bis dann. Ciao. Tschüss.